Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung oder auch Hallo Internet und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk auf SQ Enterprises. Und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine, sondern habe mir den Quert dazu geholt. Hallo! Und wir werden jetzt mal die E3-Pressekonferenz von Microsoft bzw. alles, was mit Halo dabei zu tun hat, besprechen. Und ja, ich kann für mich persönlich schon sagen, also ich bin so dezent so ein bisschen schon irgendwie gehypt und ja. Also da kann ich nur zustimmen. Ich meine, was gezeigt wurde, war auch einfach krass mit der Master Chief Collection, die man sich davor einfach immer nur die ganze Zeit erhofft und erträumt hat. Und dann eben auch noch mit so ein bisschen Szenerie von Halo 5 und shit. Und das war schon krass. Also, was sie da alles gezeigt haben. Vor allem mit der Master Chief Collection eben auch, was gesagt wurde, ist, dass es ein Halo 2 Multiplayer geben wird und Remastered Halo 2. Halo 3 Remastered wird, sind wir jetzt uns, glaube ich, ja beide nicht so sicher. Nee. Aber es war schon ziemlich krass. Also, Halo 2, vor allem der Multiplayer, nochmal mit neuer Grafik und auch scheinbar während dem Multiplayer die Möglichkeit, in den alten Grafikstil zu wechseln. Ist schon ziemlich cool und sonst soll er, glaube ich, auch so komplett gleich geblieben sein, was vor allem die ganzen Glitch-Freunde unter uns sehr freuen wird. Genau. Also nochmal, um zusammenzufassen, ja, also Microsoft hat auf ihrer Pressekonferenz so relativ in der Mitte, fand ich jetzt, dann irgendwann kam Halo und so, bla bla. Und dann kam erstmal dieser eine Trailer, den ihr jetzt hier wahrscheinlich auch im Hintergrund seht, wo dann so rumgelabert wurde. Er sieht so den Chief erstmal die Bombe zerren aus Halo 2 und dann denkst du erstmal so, okay, Halo 2 Anniversary, safe. Und ich dann so, oh fuck, ich glaube, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Und dann kam da auch noch mehr, nämlich die Master Chief Collection, alle Halos auf der Xbox One nochmal auf einer Disc und du kannst... alle Halos mit Master Chief, muss man sagen. Ja, ja, genau, nicht Reach und ODST und so weiter. Genau, also alle Halos mit einer Zahl. So. Alle wichtigen. Ne, okay, Reach war auch wichtig. Egal. Genau, du hast die Kampagne cool. Und kannst aus einer Lobby quasi jedes Level aus jedem Halo einfach starten. Und es gibt sogenannte Level-Playlists, wo du einfach verschiedene Levels aus verschiedenen Halo-Teilen, die dann da enthalten sind, in eine Playlist packen kannst und die dann hintereinander wegspielen kannst, was ziemlich geil ist. Und genau, dann halt den Multiplayer, den es gibt. Wird dedizierte Server haben, alles auf 1080p gepackt und 60 Frames. Yes. Und das ist schon ziemlich geil. Und was ich heftig fand, dann dachte ich irgendwann so, okay, wir haben jetzt hier Halo 2 Multiplayer Gameplay gesehen und das sah schon geil aus. Aber es sind jetzt von allen anderen Teilen auch die Multiplayer drin. Und ja, tatsächlich, weil dann meinte Bonnie Ross irgendwann so, ja... Also, wir haben insgesamt über 100 Multiplayer-Karten. Okay. Bisschen eine Menge an Gameplay. Ja, tatsächlich. Genau. Was auch noch in der Master Chief Collection enthalten sein wird, ist ein Code oder ein Pass oder weiß ich gar nicht, was wie genau das sein wird. Zu der Serie von Ridley Scott. Halo Nightfall. Wo es wohl um diesen Replacement-Charakter, also diesen Oni-Spartan von dem Master Chief geht, soweit ich das verstanden habe. Und final, ja, dann noch ein Beta-Zugang zu Halo 5 Beta. Genau, ja. Krass. Ja, vor allem das mit den Multiplayer war eben ziemlich krass. Darf ich mal kurz was Lustiges anmerken? Ja. Ich habe jetzt gerade, um all das zu erläutern, gucke ich so bei Outer City in die Timeline und dann sind wir gerade bei 3 Minuten 43 Sekunden angekommen, also very funny though. Okay. Oh Mann. Weiter im Text. Also, es ist sehr krass, ist vor allem, dass wir halt den ganzen Multiplayer haben werden. Und von allen Halos, was ich mich frage, ist das, ob das. Also wird höchstwahrscheinlich getrennt sein, tippe ich mal. Also ja, ich frage mich, wie sie das machen vom Matchmaking her. Also wenn du online suchst, so, ne, ob ja, dann einfach, was ich ob jetzt vom Halo 3 Engine, aus, Halo 3 Multiplayer und dann im nächsten Game kommt Halo 2 Engine und so. Du kannst dann so, du hast dann, bist ja in der Lobby, hast deine Map-Auswahl, so, und dann sagen wir mal Prisoner Halo 1. Dann darunter hast du, keine Ahnung, Guardian Halo 3. Slayer BR und so, weißt du, so komplett, das wäre so geil. Das wäre richtig geil. Also Halo 5 muss jetzt multiplayermäßig wirklich was liefern, damit es einen Grund gibt, das zu spielen und nicht die ganzen anderen. Also ich habe mich die ganze Zeit
Seit einigen Jahren fragen sich ja viele schon, oh, was kann Microsoft denn noch machen, um Halo überhaupt zu retten? Ja, genau das. Vor allem, was halt wirklich krass ist, ist halt wirklich nur 60 Euro. Also ich schätze, dass es 60 Euro, Euro kosten wird, weil es 69 Dollar kosten wird und normalerweise werden die Preise ja direkt übertragen. Also ungefähr 70 Euro für drei Games, wenn man so möchte. Und also wirklich massiv. Stimmt, vier. Wirklich massiv Content, das ist wirklich Wahnsinn. Plus die Serie, plus Beta-Zugang. Aber nur, wenn man sie vorbestellt, glaube ich. Ich glaube, den Beta-Zugang gibt es nur beim Vorbestellen. Also, schon mal vorbestellen. Also, ich finde das einfach wow. Master Chief Collection wird, denke ich mal, unglaublich toll. So, und jetzt... Aber man hatte noch was anderes gesehen, nämlich Halo 5 Multiplayer, ganz kurz. So einen kurzen Teaser, Trailer, was auch immer. Render, Dings. Und das sah auch sehr vielversprechend aus. Vor allem wird diesmal scheinbar die Richtung sehr, sehr, sehr ins Competitive gehen. Also zumindest kamen sie gleich daher. Das erste Wort, was, glaube ich, eingeblendet wurde, war Arena Shooter. Ich kann mir das mal kurz ansehen. Das ist einer der ersten Worte, wenn ich weiß, was ein Arena-Shooter ist. Ein typischer Arena-Shooter ist zum Beispiel Quake. Was Arena-Shooter ausmacht, ist schnelles Gameplay und immer so Collectibles oder so Power-Ups, die auf der Map rumliegen. Wie Waffen und was weiß ich, irgendwelche Boni, wie mehr Geschwindigkeit oder mehr Leben oder so Shit. Ich beschreibe mal kurz den Trailer nochmal. Du siehst ja am Anfang so eine Arena, bla bla. Und da siehst du, glaube ich, sogar das rote Team eingeblendet und das so eine Arena, die so über der Erde oder irgendeinem Planeten halt schwebt. Und auch so Screens, so Team Rot versus Team Blau eingeblendet, so ungefähr, ne, so mäßig. Und dann siehst du die ganzen Spartans sich so vorbereiten, so bam, Waffe nachladen, voll fresh, okay, move, dann rennen sie alle los. Und dann kommen die wirklich über diese Jump-Pads in die Arena. Genau, ja. Das heißt, es könnte ja auch wieder Base-Spawns geben. Das stimmt. Theoretisch. Genau, und dann kommen halt so all die Sachen, New Spartan Abilities und so weiter. Wo einer dann mal so auf den Boden stampft und das war's dann eigentlich auch schon. Na, auf jeden Fall ist es ein. Ich glaube, uns wird eine große Veränderung bevorstehen. Und ich hoffe, sie wird sich zum Guten wenden. Aber bis jetzt haben sie, also. Na, bis jetzt stehe ich auf ihrer Seite von dem, was ich mir darunter vorstelle. Und was angekündigt wurde, also Arena-Shooter bin ich ja ein sehr großer Fan davon. Und es wäre wirklich ziemlich geil, wenn es mal wieder ein richtig guter, moderner Arena-Shooter werden würde, der auch gut mit Halo funktioniert. Ne? Und der auch also, groß ist, nicht so wie so komische, kleinere Games. Dann spielst du Tribes Ascent und dann denkst du so, ja. Naja, also, ne? Weiß ich auch nicht. Ja, das wäre schon cool. Gut, und ich gehe aber auch eigentlich mal davon aus, dass wir jetzt in, die Beta soll ja im Dezember kommen, dieses Jahr sogar noch, was ich relativ krass fand auch. Ich dachte so, ja, okay, vielleicht Frühling nächsten Jahres. Ich muss mich die ganze Zeit fragen, was haben die bitte für ein Team? Ich meine, was die jetzt im Hintergrund, also wenn Halo, ich weiß nicht, ob Halo 3 remastered ist, aber wenn Halo 3 auch nochmal remastered ist, dann müssten sie in der Zeit jetzt, nach Halo 4 müssen sie Halo 2 remastered haben, Halo 3 remastered und währenddessen dann auch noch den Multiplayer für, Halo 5 spielbereit gemacht haben. Das ist schon krass. Ja, aber die haben natürlich auch jetzt nochmal nach Halo 4 auch nochmal 1000 Leute eingestellt. Also, das stimmt, ja. So gefühlt, ne? Hast ja immer wieder gehört, Microsoft is searching for bla 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 bla. Ne? Gut, was jetzt nochmal die noch größere Bombe gewesen wäre, das hab ich jetzt noch gar nicht bedacht. Und ich weiß auch nicht, ob du daran gedacht hast, dass sie hätten noch Halo Wars 2 ankündigen können. Aber das stimmt ja. Das wäre dann nochmal so, okay, I'm done. Ich würde jetzt sterben so. Also vielleicht aber auch nochmal ganz kurz erwähnen sollte, was wir gleich noch nicht gemacht haben, ist in der Halo, also in diesem Ausschnitt von so einem Halo 5 Trailer, Shizzle McGrizzle, wo man eben auch diesen Oni-Spartan so ein bisschen gesehen hat, hat man auch in seinem Visier womöglich den Gebieter gesehen. Genau. Wobei ich auf solche Details dann eher in eine Trailer-Analyse eingehen wollte. Na, ich dachte, wir wollten keine Trailer-Analyse machen. Doch, ich mach die ja noch. Hab ich ja gesagt. Ach so. Echt? Okay, hab ich nicht gehört. Tut mir leid. Du meinst noch so, ja, genau, zusätzlich. Und ich so, ja.
Egal. Ich würde jetzt hier so mehr so über das allgemeine Overall reden. Genau. Overall. Und ich bin sehr gespannt. Also das wird echt groß, glaube ich, dieses Jahr und nächstes Jahr für uns. Also ich bin enthusiastisch, muss ich sagen. Ich glaube auch, also für uns Halo-Fans wird da auf jeden Fall einiges kommen. Und auch wenn Halo 5 scheiße wird, haben wir zumindest schon mal safe die Master Chief Collection, die uns, glaube ich, über Wasser halten wird. Für einige Genau. Zeit, zumindest was den Content angeht. Und man spielt in Halo 2, ne, kann man auch schön Eliten gegen Spartans spielen, ja, Genau, also ja. Und ganz Halo 3 wichtig. gibt es ja auch Eliten. Eliten gewinnen. Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, muss Genau. es immer wieder wiederholen, damit die Leute das nicht vergessen. Und ich fand es halt auch lustig, dass sie bei ihrer Präsentation nochmal Bravo und so, von dem ich jetzt ewig nichts mehr gehört habe, weil seitdem der bei 343 arbeitet. Mal irgendwie auf die Bühne geholt haben mit Ghost. Das fand ich schon ganz lustig. Stimmt, ja. Und so, hey, es ist Pro-Players, ne? Gut, eigentlich sind sie jetzt 343-Mitarbeiter, aber okay. Oh Mann. Naja gut, ich glaube, Naja. dann haben wir auch alles angesprochen. Wir sind eh schon wieder bei 11 Minuten Genau, laut es soll Anzeige ein hier. schöner Überblick, denke ich mal, nochmal und unsere ersten Eindrücke. Genau. Eure ersten Eindrücke interessieren uns natürlich auch. Wäre sehr schön, wenn ihr die in den Kommentaren hinterlassen würdet. Und ja, ich glaube, somit ist alles gesagt. Ich werde mich schon mal verabschieden. John Schiss sagt erklärt. Genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Checkt mal unseren Channel aus. Das war's. Ciao. Because the seeds of our future are sown in his past.